das hier ist doch ein neues Material, oder? Das hier ist das neue Material, Leute. Geil. Und ich habe keinen Extractor dabei. Oh Mann, bin ich doof. So viel habe ich ja jetzt auch nicht zum Braiden. Achso, das ist auch schon. So. Anglerfisch hauen wir uns mal noch rein. Bringt er 5% bloß. Was bringt er, wenn er fertig gebraten ist? 20. Oh ja, komm, das kann man nehmen. Ist nicht schlecht. Und dann schauen wir, was der dann noch bringt. Vielleicht ist er ähnlich wie ein normaler Hai. Weil ein Hai lohnt sich schon. Guck mal, 50% ist es nicht ohne. Normal 10. Auch 50. Ja, das ist doch gut. Haben wir ein bisschen Happy. Ich habe zwei Messer dabei. Ist eigentlich auch nicht so sinnvoll, oder? Zwei Messer muss man, glaube ich, nicht mit sich rumtragen. Pack da mal noch eins rein. Aber ich glaube, wenn ich sterbe, kriege ich automatisch eins, oder? Hier draußen kann ich jetzt nichts machen. Ich gucke jetzt mal auf der Map, wo genau ich dann runter will. Also eigentlich vielleicht hier, ne? Da ist nämlich auch ein Teil. Oh, es ärgert mich so, dass ich diese blöden Kristalle da nicht bekommen hatte. Dann hätte ich mir eine neue Basis bauen können. Gold gibt es noch stellenweise. Aber so ist jetzt auf der Ebene, wo wir vorher waren, nichts zu holen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall tiefer runter. Ist ganz einfach so. Was sagt denn die Uhr? Zeig mir mal eine Uhrzeit. Ah ja, okay. Ja, wir müssen runter. Aber dazu hätte ich gerne den Tag. Weil sonst könnt ihr ja mal testen, aber vermutlich werde ich hier sofort gleich angegriffen. Ich habe hier noch meine Druiden dabei. Da ist einer. Passt mal auf, der will bestimmt gleich zu mir. Ja, war ja klar. War ja klar. Dann kämpfen wir jetzt kurz gegen den Hai. Aber es macht jetzt halt echt keinen Sinn, hier draußen unterwegs zu sein. Oh nein, der nächste. Ups, verschossen. Oh, das sind jetzt sogar... Oh, die Barracudas auch noch. Ja, ja, kommt, leckt mich. Wie viel Leben habe ich noch? Bisschen was habe ich noch. Da vorne war Fleisch. Fuck, nicht getroffen. Ich muss aufpassen. Das ist Barracuda-Fleisch. Zack, habe ich ihn erwischt. Kriegt noch einen. Mann. Das ist auch nicht ganz so... Aua. Einfach hiermit zu zählen. Oh oh. Schnell mal was essen. Ja, man merkt schon, ne? Man wird hier dann in Kämpfe verwickelt, wo man nicht viele Siegchancen hat. Wenn es zu viele Gegner sind, ein einzelner ist kein Ding. Aua. Aber hier zu viele, so wie es jetzt sind. Ihr seht ja, wie viele hier kommen. Das geht ja... Das geht gar nicht mehr klar. Das geht gar nicht mehr klar. Ach du Scheiße, also das wurde jetzt zu viel. Ich bin fast tot hier. Mal kurz heilen. Alles klar. Also wir müssen warten, bis der Tag kommt. Hier geht gar nichts. Hier geht absolut gar nichts. Was ich jetzt machen kann, das, was ich gerade erbeutet habe, kann ich nochmal kurz reinhauen. Halt, dass ich ein bisschen was zu essen bekomme. Ja, es ist schon ein bisschen nervig. Man kann halt die Nacht so jetzt eigentlich nicht umgehen, ne? Und ihr habt gerade gesehen, was passiert, wenn wir rausgehen. Ist schwierig. Ist echt schwierig. So, achso, das war das. Hier nochmal Barracuda. Wieso habe ich eigentlich vorhin das ganze Barracuda-Fleisch weggeschmissen? War auch nicht so schlau. Guck mal, hier haben wir doch Schleim. Können wir damit reinhauen. Ich weiß gar nicht mehr, wofür der gut war. Habe ich verdüspaddelt. Weiß ich nicht mehr. Kann ich nicht mehr sagen. Jetzt mach die Nacht weg, bitte. Wir machen die Nacht zum Tag. Wir feiern richtig krass. Nicht. Liegt draußen noch irgendwo Fleisch rum, was ich einsammeln kann? Weil
Ich weiß jetzt nicht, wie viele Viecher ich umgelegt habe, aber waren, glaube ich, schon ein paar. So, das ist ja schon wieder Delfine. Heißt es, dass wieder Tag ist? Ich schwimme jetzt den Delfinen nach. Es könnte sein, dass gerade wieder Tag wird. Warte, ich... Oh nee, Barracudas. Oh nein. Oh nö. Och nö. Das gibt's doch nicht. Ja, na klar. Ey, die Barracudas, die sind sowieso noch super nervig. Weil die auch noch so oft angreifen. So viele jagen hier mit gleich im Rudel. Ja, wo seid ihr jetzt? Da war. Ich glaube, die haben mich nicht erwischt. Aber. Aber noch gerade so rechtzeitig geschlitzt. Oh Mann, ey. Jawohl, wieder gerade so erwischt. Das ist so schwierig. Sind jetzt alle Viecher tot? Eins, zwei, davon liegt noch ein drittes Stück Fleisch. Drei sind es ja eigentlich immer, die angreifen. Dürften alle weg sein. Mann, Mann, Mann. Ich möchte jetzt gerade nicht an die Basis gefesselt sein. Gucken, greifst du mich an? Wenn der mich jetzt nicht angreift... Macht er. Wow. Danke, ihr habt meinen Arsch gerettet, Druiden. Jawoll! Drückt ihn schön immer welche rein. Das ist schon praktisch, wenn die immer auf dem ballern, kriegt er schon gut was ab. Was? Das war jetzt ein anderer. Hä, hat er mich nicht vorher so ein Hammerhai da angegriffen? So, der erste Hai ist tot. Sagt der Hammerhai, wo ist er hin? Da vorne. So, schön schlitzen. Oh, ey, der ist schon wieder tot. Cool. Also da schon wieder Barracudas. Ey, Leute, lasst... Oh Gott, was war das jetzt? Jetzt weiß ich gerade nicht, was mich angreift. Deswegen möchte ich hier gerne mal kurz weg. Es ist unmöglich, bei Nacht unbeschadet draußen rumzulaufen. Ist ganz einfach so. Weiß nicht, wie ich das machen soll. Verstehe ich nicht. Ist ein bisschen... Ja, mach die Nacht jetzt weg. Bitte. Bitte mach, dass die Nacht aufhört. Ein zweiter Ofen wäre vielleicht auch ganz praktisch, oder? Halt, was brauche ich denn dafür? Eigentlich bloß Eisen und Kupfer. Habe ich ja beides. Obwohl, was habe ich jetzt noch? Jetzt habe ich eh nur noch das Haifleisch. Von daher geht schon. Das lassen wir noch fix hier braten. Und dann dürfte doch jetzt Tag sein, oder? Bitte. Ich habe das Gefühl, als wenn es gerade heller wird. Das muss einfach jetzt Tag sein. Ist ganz einfach so. So, und jetzt mal gucken. Button. Ja, jetzt ist Tag. Jetzt bin ich mir eigentlich fast sicher. Aber das Problem ist, umso weiter ich runterkomme, umso dunkler wird es. Und da gilt es vermutlich so dauerhaft als Nacht oder so. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht genau. Will auch keinen Blödsinn erzählen. Oh, hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Das wird schon auch schon öfter passiert, dass ich das jetzt hier gesagt habe in diesem Let's Play. Aber egal. Hier unten ist ja schon allein so ein bisschen so ein kritischer Punkt zwischen den ganzen Anglerfischen und was da nicht alles für ein Schnickschnack ist. Aber ich will jetzt einfach bloß durch. Ich beachte einfach gar nichts. Und will einfach noch eine Etage tiefer. Verdammt. Hier waren ja gar keine gelben Kringel. Das war das Gold.
Oh, oh, Anglerfisch. Greifst du mich an? Greift er mich jetzt an? Bitte nicht. Keine Lust mehr jetzt hier auf einen riesen Kampf einzulassen. So, und jetzt versuchen wir hier mal noch tiefer zu kommen. Und auf geht's in völlig unbekannte Gefilde. So tief wie jetzt waren wir noch nie, glaube ich. Ich bin gespannt. Doch, so tief waren wir doch schon mal. Oh oh. Hier sind Kraken. Die greifen aber nicht an, solange ich nicht versuche, Kristalle abzubauen. Ah, das hier ist doch ein neues Material, oder? Das hier ist das neue Material, Leute! Geil! Und ich habe keinen Extractor dabei. Oh Mann, bin ich doof. Was ist denn das hier noch? Also es ist auch das gleiche. Okay. Das sah jetzt irgendwie heller aus. Also die Kraken tun mir anscheinend jetzt aktuell nichts. Nur wenn ich sie angreife. Oder wenn ich halt diese Kristalle abbaue. Oh, sieht geil aus hier unten. Zieht euch das rein. Cool. Und da hinten ist eine Truhe. Oh, was ist das für ein Fisch? Habt ihr den gesehen? So ein Elektrofisch oder sowas. Da jetzt ein bisschen Angst. Wo ist die Truhe? Die muss ja hier irgendwo sein. Oh, das hier unten ist irgendwie gerade cool. Wow. Ich finde die Truhe nicht. Bin ich total bekloppt jetzt oder was? Da ist sie doch. Was gibt's denn hier Schönes? Okay. Nichts Besonderes. Ich will trotzdem mal weiter gucken. Vielleicht finden wir hier auch mal... Kann ich hiervon irgendwas... Okay, das gibt, glaube ich, nichts Neues. Alles altbekannte Sachen. Da hinten ist wieder eine Truhe. Das hier sind auch wahrscheinlich so eine Art Quallen. Kann ich die kaputt machen? Ja. Ah, bringt einfach bloß so einen Schleim. So, wo ist die Truhe? Hier. Und wieder alles einsammeln. Ich will aber gern nochmal so eine komischen Kristalle da finden. Hier geht's noch tiefer. Kann ich noch tiefer mit meiner aktuellen Ausrüstung? Soll ich das riskieren? Oh. Nee, ich kann nicht ganz runter. Nee. Nee, 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 nee. Das wird nichts. An sich muss ich gucken, dass ich ja wieder rechtzeitig nach ganz oben komme. Ich bin jetzt schon... Ah, da wird doch jetzt... Ah, nee, das ist wieder bloß das Gold, ne? Ich dachte jetzt gerade, da wird ein Teil angezeigt. Aber das ist wieder bloß das Gold. Aber hier unten muss ich auf jeden Fall einen Extractor aufstellen für das neue Material. Ich baue jetzt so noch ein bisschen was ab per Hand. Genau. Guck mal, ich darf jetzt noch einiges mitnehmen, bevor ich wieder hochgehe. Und dann kommen wir nochmal runter und versuchen das rundum ein bisschen abzugrasen. In der Hoffnung nochmal so eine Kristalle zu finden. Blub, 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 blub. Sauerstoff hält hoffentlich noch ein bisschen. Ich will ja von diesem Zeug ein bisschen was mitnehmen. Mindestens ein Stack. Oh, da muss ich auch noch lange warten. Oh, was ist da? Magnese. Manganese. Manganese, Manganese. Wie wird denn das ausgesprochen im Englischen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es leider wirklich nicht. Aber ich weiß, dass der Anblick hier unten in diesem ganzen beleuchteten Schnickschnack schon geil ist. Und dass ich mich später irgendwann auf den Kampf mit Kraken einstellen muss. Damit ich mir weiter unten eine Basis bauen kann. Das wird auf uns zukommen. Und es sind immer drei Stück, die einen dann angreifen. Ich hoffe, dass ich die irgendwie überstehen kann. Gut, wir haben einen Stack voll. So, jetzt mal gucken, dass wir hier irgendwie nach oben kommen.
Wäre zumindest cool.